CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die gut 8 Milliarden Euro, die wir nun heute hier beraten im Wirtschaftsministerium, das sind gerade mal 2,25% des Gesamthaushalts von 357 Milliarden Euro. Und zum Vergleich: Der Haushalt für Arbeit und Soziales, der beträgt in diesem Jahr nach Vorschlag der Regierung 144 Milliarden Euro. Und das sind mithin 40% des Haushaltes. Gar keine Frage, soziale Themen, die sind wichtig, die sind richtig, die müssen wir auch diskutieren. Aber ich glaube, es ist genauso klug, gerade mit Blick auf die Zukunft kommender Generationen, dass wir auch Wirtschaftsthemen haushaltspolitisch in der Debatte mehr in den Blickpunkt rücken. Und auch wenn der Satz alt ist, er ist nach wie vor aktuell. Es ist nun einmal so, dass das, was wir verteilen wollen, erst einmal vorher verdient werden muss. Und verdient wird doch die Sozial- und Umweltausgaben durch eine boomende, in den letzten Jahren fast schon wirklich mehr als boomende Wirtschaft. Und Frau Heiduck, Herr Ernst, seit 9 Jahren bin ich jetzt hier in diesem Haus. Seit 9 Jahren höre ich, dass wir als CDU, CSU alles nur falsch machen, dass demnächst eine Rezession kommen wird. Nein, genau das Gegenteil ist eingetreten. Es geht der Wirtschaft von Jahr zu Jahr besser. Und das heißt doch, dass diese Koalition nicht alles falsch gemacht haben kann, meine Damen und Herren. Und damit wir weiterhin spitze bleiben, werden wir uns auch für die Zukunft zielgerichtet ausrichten. Auch weil wir es uns heute finanziell leisten können. Wir werden in Zukunftstechnologien ausreichend investieren. Und ein Zukunftsthema, es ist genannt worden, zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz. Und ich würde mich schon freuen, wenn wir in Deutschland zuerst einmal über die Chancen dieser Technologie sprechen, anstelle gerade, dass wir von einigen politischen Stellen hier immer nur zuerst Angstparolen hören, die in den Blickpunkt gestellt haben. Ich glaube, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber bei. Diese Angst, die trägt nur dazu bei, dass wir hier den Anschluss verlieren. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Und andere Staaten in Ost und in West, die machen es uns vor. Die setzen auf künstliche Intelligenz. Und wenn wir an dieser Entwicklung beteiligt sein wollen und wenn wir unsere Standards vielleicht auch von Ethik umsetzen wollen, dann müssen wir hier ein positives Klima entwickeln. Wir müssen investieren. Und wir sind hier erst am Anfang. Wir haben noch Hausaufgaben zu machen, übrigens auch mit unseren europäischen Freunden. Und ich bin sicher, dass mit den derzeit 35 Millionen Euro für das DFKI noch Luft nach oben vorhanden ist. Und meine Damen und Herren, bitte erlauben Sie mir, auch wenn ich Mitglied der Regierungskoalition bin, eine ganz kritische Anmerkung. Große Sorge bereitet mir seit mehreren Jahren der Stellenaufwuchs in unseren Ministerien. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die neuen Stellen im Bereich der Sicherheit, sondern den massiven Stellenaufwuchs in unseren verwaltenden Ministerien. So hat zum Beispiel das Familienministerium die Stellen seit 2013 um 40% aufgestockt. Das Umweltministerium sogar um 52%. Und, Herr Minister, ich muss es auch Ihnen sagen, auch das Wirtschaftsministerium hat seit 2013 23% mehr Stellen bekommen. Und das war im Vergleich, das wollen wir mal sagen, das war im Vergleich noch bescheiden. Und für einen Stellenaufwuchs gab es sicherlich anfänglich auch gute Gründe, 2013, 14, 15. Aber wir müssen uns nun ernsthaft die Frage stellen, wo wollen wir hier enden? Soll das jetzt jedes Jahr so weitergehen? Ist da jedes Jahr bei diesem Stellenaufwuchs ein Automatismus drin? Und wir wissen doch alle, dass nicht immer alle Personalanmeldungen mit zusätzlichen Aufgaben verknüpft sind. Und übrigens darf ich das auch mal sagen. Es fallen in den Ministerien auch mal Aufgaben weg. Man kann auch umverteilen, man kann auch neu strukturieren. Und deshalb, Herr Minister Altmaier, bitte nehmen Sie es mit ins Kabinett. Ich möchte das gesamte Kabinett wirklich bitten, bei den zukünftigen Personalanmeldungen sich doch ein wenig zu mäßigen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz etwas zum Thema des Energie- und Klimafonds sagen, der ja zu über 80% bei Ihnen im Wirtschaftsministerium bearbeitet wird. Im letzten Berichterstattergespräch kamen von allen Fraktionen Anregungen, hier eine gewisse Neuausrichtung, eine gewisse Umstrukturierung vorzunehmen. Und so scheint es uns wichtig, dass wir in Zukunft mit den im EKF eingestellten Maßnahmen auch tatsächlich eine nachweisbare Menge an CO2 real einsparen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld für Forschung ausgegeben. Die einzelnen Forschungsinstitute haben fast schon inflationär sehr, sehr viel Geld erhalten. Und ich glaube, wir sind jetzt gut beraten, wenn wir dahin gehen, dass wir diese Forschungen noch umsetzen. Wir brauchen sinnvolle, wir brauchen praktische und vor allen Dingen brauchen wir messbare Programme, wie zum Beispiel die Förderung von Landstrom an Häfen oder auch die Förderung
zur Produktion von Batteriespeichern mag eine sehr sinnvolle Angelegenheit sein. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne noch über den Tourismus reden. Ich würde gerne noch über Luft- und Raumfahrt reden, über Digitalisierung, Mikroelektronik, Energiewirtschaft. All das sind Themen, die uns intensiv im Ministerium beschäftigen. Leider ist die Zeit dafür zu knapp. Und deshalb darf ich auch noch einen Gruß bestellen von meinem Mitberichterstatter von der SPD, der heute nicht sprechen durfte, der Thomas Jörg. Ich darf die allergrößten Grüße hier an das Haus ausrichten. Aber ich persönlich freue mich auf die bevorstehenden Haushaltsberatungen mit Ihnen als Mitberichterstattern, aber auch mit Ihnen, Herr Minister Altmaier, mit Ihnen und Ihrem Hause. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Ende.